Yo Leute, was geht und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video mit mir, dem Simon, eurem Gamer Brother. Heute gibt es ein neues Karrierevideo. Nächster Karrierestream erst am Mittwoch. Schreibt es euch hinter die Löffel, denn ich bin über das Wochenende weg bei der Formel 1 in Monster. Ich kann nicht mehr reden. Wir haben schon wieder bis 2:30 nachts gestreamt. Aber da kommt ein Vlog online auf dem Zweitkanal von der Formel 1, also da unbedingt vorbeischauen. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der neuen Karrierefolge. Wenn sie noch nicht geknackt sind, die 10.000 Likes, dann supportet ihr gerne rein. Ist ultra wichtig bei so langen Videos, dass sie gut in den Algorithmus kommen. Also gerne weiterhin das Projekt supporten. Macht ihr ja alles Weltklasse. Es macht so viel Spaß, die Serie mit euch. Und der HSV spielt international. Und wie und gegen wen und wie es läuft, das seht ihr in diesem Video. Ganz viel Spaß mit der nächsten Folge. Let's go. So, Boys and Girls. Wir sind zurück bei der HSV-Karriere. Saisonstart. 1-0 gegen Augsburg. 6-2 in Mainz. Wir sind Tabellenelfter. Aber, guck mal hier, der Kader steht. Das ist unser Kader für die 6. Saison. Sieb, Glatzel, Aujan, Mio, Johannesson, Martell, Muheim, Lang, Richards, Soppi, Braun, De Thomas, Jatta, Jankovic, Fischer, Osterhage, Hefti, Bella, Kotschap, Oppermann, Heuer, Fernandes wird DFB-Pokal-Torwart, Mikkel, Brentjes, Vuskovic, Schonlau, Oliveira, Meffert, Krattenmacher und Königsdörfer. Ich finde, ein schöner, breiter Kader. Und damit werden wir das Projekt Europa League anvisieren. So der Plan. Balde von Chelsea zu Bayern München. Der Top-Transfer dieses Sommers. Aber auch wieder eins, wenn wir den mal mitzählen. Das ist halt crazy, wie viele Transfers es Richtung 100 Millionen gab. Wenn wir mal ab hier zählen, alles über 90 Millionen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Es gab 14 Transfers über 90 Millionen und 7 Transfers über 100 Millionen. Ich zeige euch einmal ganz kurz, was wir gemacht haben. Wir haben verkauft Janda für 11 Millionen, Touré für 40, Silla für 20. Dann haben wir noch Jovanovic und Köhler verliehen und Schmidt ist für 27 zu Freiburg gegangen. Und gekauft haben wir Vuskovic und Fischer ausgeliehen für die Breite. Krattenmacher 8 Millionen, Osterhage 15, Brandon Soppi 30, Bella Kotschap 33, Enzo Mio 45. Das heißt, wir haben in Summe 131 Millionen ausgegeben und 27, 47, 87, 98 eingenommen, wenn ich mich nicht verzählt habe. Also wir haben so 30 Millionen Euro Transferminus. Das ist eigentlich echt in Ordnung. Also da haben wir auf jeden Fall nicht übertrieben. Und wir gehen jetzt rein in die Champions League Auslosung, in die Euroleague Auslosung. Da bin ich jetzt dick gespannt, ey. Gegen wen wir in der Euroleague spielen werden. Weil ihr seht ja, überall steht geänderter Spieltermin. Und das heißt natürlich in der Übersetzung, ganz klare Geschichte, dass die Auslosung jetzt am Start ist. Und das lasse ich mir natürlich nicht zweimal sagen. Aber auf gar keinen Fall. Bitte einfache Gruppe für den HSV. Ey, bitte, beim besten Willen, aber wir brauchen jetzt wirklich eine machbare Gruppe. Das wäre wirklich schön, wenn wir da ein bisschen Meter machen könnten. Das brauche ich jetzt für die Europa-League-Auslosung. Ein schönes, kühles und dann hoffentlich eine gute Gruppe. Rammel, der begehrte Trainer. Ja, das sowieso. Das sowieso. Belgien will mich als Nationaltrainer haben. Na, weiß ich nicht. Okay, Europa-League-Auslosung. Zeig her. Hamburger SV. Stuttgart mit Nizza. Chelsea mit Galler. Okay. Anderlecht, Harz und Helsinki. Also, das hätte uns definitiv schlimmer treffen können. Da muss der Anspruch sein, aus der Europa League Gruppe rauszukommen. Das muss der absolute Anspruch sein. Aber zeigt natürlich auch, ihr seht das, wir haben hier schon bald unser erstes internationales Spiel. Der Terminkalender ist voll, ne? Der Terminkalender ist richtig, richtig voll. Harz ist aus Schottland, meine ich, ne? Hat, glaube ich, auch gerade einer in den Chat geschrieben. Ich meine auch Schottland. Schonlau Europa League Gott. Ich sage auch, fürs Nationalteam abgereist. Amel Bella Kotschap und Erik Martell, deutsche Nationalspieler. Scheiße, oh mein Gott, Chat. Wisst ihr, was wir komplett vercheckt haben? Wir haben einfach die Weltmeisterschaft vercheckt. Europameisterschaft. Frankreich hat die gewonnen. Frankreich gegen Deutschland, hat man kurz gesehen. Perfekt, ich hab's nicht mitbekommen. Kiel mit Fiete Arp, Digga. Das ist ein kleines Derby. Das ist ein kleines Derby, meine Damen und Herren. Danke, dass Sie alle da sind. Bitte! Ich würde dann jetzt um Ihre Fragen bitten. Yep. Nach der Verpflichtung von Bella Kotschap von Hoffenheim sehen die Fans am ersten Einsatz dabei. Bekommt er seine ersten Minuten gegen Kiel? Tatsächlich, ja. Ja. Wenn er seine Chance bekommt, wird er sie nutzen. Er wird spielen. Mit Hamburg, Bella Kotschap den richtigen Touré-Ersatz gefunden. Er ist der Richtige für dieses Team. Ich glaube ehrlich daran. Ich glaube, dass er uns sehr gut tun wird. Wie schätzen Sie diesen knappen Sieg in dieser Hinsicht ein? Sieg ist Sieg. Passt.
Passt. Danke fürs Kommen. Bitte fürs Kommen. Immer wieder gerne. Ist ein Pflichtdreier. Das ist ein Pflichtdreier in Kiel, sag ich euch so, wie es ist. Also da musst du bestehen, wenn du irgendwas mit dem internationalen Geschäft zu tun haben willst. Und ich bin gespannt, ob Silvan Hefti seine Chance nutzt. Ah, letzte Saison auch nicht schlecht. Na gut. Glatzel. Glatzel. Bing Bong. Ah, der Mann kann es immer noch. Dritter Saisontreffer im dritten Spiel. Bobby Glatzel. Aber natürlich. Glatzel kennt Kiel noch von früher, ja, ja. Der weiß Bescheid, was er da machen muss. Und geh, Glatzel. Und geh. Und er hat immer noch Tempo. Und er hat immer noch Skill. Und er legt ihn schön ab. Enzo Millon 02. Und das Premierentor von Enzo Millon. Geil! Digga, Glatzel spielt so ein Old Man's Game. Es ist so cool. Es ist wirklich cool. Kann mal einer googeln, wann der Geburtstag hat? Wann wird der 35? Im Januar wird er 35? Ja, dann noch ein halbes gutes Jahr vor. Oh, geil gespielt. Auja 03. Das ist aber gerade wirklich sehr souverän. Das ist ja mal richtig schön. Nice, nice, nice. Das ist echt geil. Ich denke mal, nächste Saison macht er Karriere in den Saison 7. Tobias, du hast eine Variable nicht bedacht. Ich habe Gisela. Und Gisela und ich zusammen machen Knebelverträge. Robert Glatzel hat bei uns einen gültigen Vertrag bis zu seinem 39. Lebensjahr. Da passiert gar nichts. Boah, Mio, stark. Stark, Sieb. Glatzel, Sieb, 04. Boah! Ist das eine Machtdemonstration? Alter, geil. Da kann man jetzt richtig guten Gewissens durchwechseln. Dann kriegt Osterhage mal sein Debüt. Jankovic darf ran. Fischer darf ran. Raul de Thomas kriegt ein bisschen Einsatzzeit. Schön, schön, schön. 0-4. RDT. Glatzel. 0-5. Fischer. Glatzel hat eine 10-0. Ich glaube, der hat 3 Vorlagen oder so gemacht. 0-5 ist eine Ansage. Damit haben wir jetzt sogar wieder positives Torverhältnis. Sehr gut, zu 0, Jungs. Schön zu 0 spielen. Und nochmal Glatzel. Ah, Jatta. Das war Arsch. Clap. Ey, das ist ein souveräner Auftritt aus dem Lehrbuch gewesen. Sehr, 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 sehr schön. Tabelle, 5. mit 6 Punkten. Glatzel wieder auf 80. Let's go, er hat wieder 80. Macher. 4 Wochen dauert es, bis er runtergeht. Ey, wir haben unseren ersten Walkout. Isaac Johannesson. 86. Einfach der erste Walkout beim HSV. Scheiße, ich weiß noch, Chat, wie wir ihn damals geholt haben, als wir so gebrochen waren, dass Ludovit Reis gewechselt ist und wir dachten, boah, jetzt wird alles schlechter. Aber Johannesson ist halt eine Maschine. Da wurde überhaupt nichts schlechter. Da wurde aber mal gar nichts schlechter. Sehr, 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 sehr schön. Brandon Soppi geht in 5 Wochen hoch. Legende. Maxim Lang in 7 Wochen auf 80. Geholt, um nicht vom Vorstand gefeuert zu werden. Hater sagen so, Supporter sagen so. Die Wahrheit liegt immer irgendwo in der Mitte. 8 Wochen Moritz Braun auf 80. Kann halt echt sein, dass Sieb am Ende der Saison so 84 hat, wenn das so weitergeht, ne? Scouting-Update. Interesse an Reis. Real Betis möchte Ludovit Reis haben. Schöner Sieg. Ich wusste, dass es einen Sieg geben wird, wenn ich spielen darf. Sehr gut. Silvan Hefti. So, jetzt gegen Köln in der Liga. Und danach haben wir unser Europa-League-Debüt. Ey, das ist auch so geil vom Spielplan, dass unser europäisches Comeback mit dem HSV einfach zu Hause ist. Das ist so geil. Auch gegen Anderlecht, cooles Spiel eigentlich, ne? Muss man fairerweise sagen. Wann hat der HSV das letzte Mal international gespielt? 2010 oder so? Überleg mal, 18 Jahre später hier einfach. Oh, fuck, wir spielen ja gegen Yanda. Hohe Erwartungen an Debütant Yanda. Haben wir für 11 Millionen nach Köln verscherbelt. Perfekt. Guck mal hier. Scheiße, habt ihr das gelesen? Fuck, was ein Disrespect. Was ein Disrespect. Guck mal hier. Yanda hat bisher noch kein Pflichtspiel im 1. FC Köln-Trikot absolviert und wird entsprechend engagiert zu Werke gehen. Scheiße, haben die eine aggressive Doppel-6. Fuck, es spielen beide nicht? Lol. Er ist nicht mal im Kader. Oder bin ich blind? Ich dachte, wir spielen jetzt gegen die Doppel-6. Hussein Yanda und Bittstrup. Aber sind beide nicht da. Beide nicht im Kader. Oder haben die Bittstrup abgegeben? Aber Bittstrup hat bis jetzt immer gespielt. Die haben einfach nur 64 Millionen zentrale Mittelfeldspieler. Okay, Mods, macht eine Wette. Wir simulieren gegen die Kölner. So soll das Ganze funktionieren. Okay, come on, ey. Ui, oh, zu früh. Nicht jinxen. Come on, wir brauchen 3 Punkte. Wir brauchen 3 Punkte. Wären 3 Siege in Folge. Das wäre sehr big. Dann wäre unser Ausrutscher in Mainz wieder vergeben und vergessen. Digga, Martell gegen die alten Jungs. Imposter oder was? Hallo? Gut.
Sehr schöner Ball. Mio Glatzel. Jawohl, der ewige Bobby! Der ewige Bobby! Viertes Saisontor am vierten Spieltag. Es gibt eine Konstante in diesem Karrieremodus. Und sie heißt Robert fucking Glatzel. Er ist die Konstante in dieser Karriere. Sehr gut. Moritz Braun ist so ein Rückhalt geworden. Er ist so ein Rückhalt geworden. Das ist so geil. Ich hätte nicht sagen dürfen. Ne? Ich hätte schweigen sollen. Nee, das gefällt mir nicht. Krattenmacher-Debüt. RDT rein. Osterhage rein. Komm, RDT. Geiler Ball, Krattenmacher. Krotte! Was ein Debüt, Junge! Was ein Debüt! Direkt Vorlage! Auf dem Main Man, Bobby! Yeah! Was ein Debüt von Krattenmacher! Holt sich die Pille, steckt ihn durch. Glatze mit dem fünften Saisontor am vierten Spieltag. Das nenne ich aber auch Qualität. Sehr gut. Drei Siege in Folge. Clap. Clap, 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 clap. Sehr, 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 sehr wichtig. Ja, ich sage auch, 9 Punkte aus 4 Ligaspielen. Damit kann man auf jeden Fall sehr gut arbeiten. Tabellen, ja, okay, die anderen spielen noch. Digga, Mainz. 3 Spiele, 3 Siege. Fuck. Holstein Kiel sieht gar nicht gut aus. So, wie sieht's jetzt in der Liga aus? Mainz einmal unentschieden gespielt. Bayern 4 Spiele, 4 Siege. Wir sind Dritter tatsächlich. Krass. Obwohl wir das erste Spiel 6-2 verloren haben. I prefer not to speak. Holstein Kiel gewonnen. Gegen wen hatten Kiel gewonnen? Die waren so kacke. In Freiburg. Bayern 4-3 gegen Leipzig. Die Mainzer. Christian Groß am Kochen. Aber ehrlich, Spielerstatistik mal gucken. Ist halt leider, dieser Konaté ist halt so vercrackt. Ihr seht das gar nicht, ne? 4 Spiele, 7 Tore. Karim Konaté. Es tut so unfassbar weh, Alter. Es tut ja so unfassbar weh. Scheiße. Levin Hermann auch schon 4 Hütten. Da machst du halt nix, ne? Ja, Glatzel 5 ist stabil. Er war so gut, Chat. Egal, wir haben jetzt Grund zu feiern. Es ist unser erstes Europa-League-Spiel. Hefty möchte spielen. Ich glaube, er wird sogar spielen. Bisschen Rotation ist schon angebracht jetzt in der Euroleague. Also wir werden mit Hefty gehen. Dann werde ich, glaube ich, mit Bella Kotschap und Vuskovic gehen. Krattenmacher werden wir auf jeden Fall mitnehmen. Ich glaube, wir werden so tatsächlich sogar spielen. Scheiße, und Ich werde Schonlau einen Lebenstraum erfüllen. Komm, ich nehme Schonlau mit für Muheim. Ich werde Schonlau Minuten geben. Zeig mal her die Truppe hier. Kenne ich irgendeinen? Ich glaube, ich kenne keinen. Aber ich gehe auf meine erste internationale Pressekonferenz. Ich gehe auf meine erste internationale Pressekonferenz. Hat er mich gerade auf Deutsch oder auf Englisch angesprochen? Hat er Deutsch oder Englisch gesprochen? Englisch. Yeah, yeah. It will be tight for him. He's halt in the crisis. Yeah, yeah. Hey, he's halt in the crisis. What should he make? He's in the crisis. Sie stehen vor ihrem Europa League auf, da können sie gleich mit einem Sieg loslegen. We have the game entgegengefiebert. Wir freuen uns auf das Spiel. Gegen den 1. FC Köln war es am Ende sehr knapp. Wie geht ihre Mannschaft denn das Spiel gegen den 1. Anderlecht? Das irritiert uns keineswegs. Nein, nein. Das irritiert uns keineswegs. Keineswegs. Wir sind hochkonzentriert. Okay, guys, we're out. Yeah, thank you, man. Yeah, yeah. Freunde. Wir haben lange, lange, lange darauf hingefiebert. Und ihr seht unsere Mannschaft. Mit dieser Truppe gehen wir rein. Nach 6 Jahren Rüdiger Rammel beim HSV spielen wir wieder international. 19 Jahre nach 2009 das erste Mal der Hamburger Sportverein überhaupt wieder international. Und die Fans feiern das gut. Europapokal, Europapokal. Ne, Heuer Fernandes ist DFB-Pokal-Torwart, Chat. In der Euroleague spiele ich mit Moritz Braun. Oh shit, ich hab so Bock! Ab in die Euroleague! Wird das episch kommen.
Ey, klasse nochmal, dass ihr die Cutscenes rausgenommen habt. Zum Glück sind sie nächstes Jahr wieder da. Nee, top. Da kommt richtig Stimmung auf. Das ist, kommt richtig Stimmung auf. Hammer, 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 Hammer. Nee, geil. Es ist der erste Spieltag in der neuen Europa League Saison. Nach 19 Jahren ist der Hamburger Sportverein zurück in diesem Wettbewerb. Heute im heimischen Volksparkstadion gegen den RSC Anderlecht. Die Hamburger sollten Favorit in diesem Spiel sein. Nach dem doch ordentlichen Saisonstart auf Platz 3 nach 4 Spielen. Nachdem man das erste Spiel krachend gegen die Mainzer mit 6:2 verloren hatte, scheint der Rothosen-Express nun endlich zu rollen. Die Frage ist, klappt das auch international? Und hier gibt es direkt das erste Vorspiel. Vuskovic, heute reinrotiert für Maxim Lang. Und direkt der erste Freistoß. Dreier für den RSC Anderlecht. Dreier! Der ist perfekt! 5. Minute 0:1. Anderlecht führt in Hamburg. Es ist ein absolutes Traumtor. Dreier zwirbelt den über die Mauer. Die Hamburger müssen kalt duschen nach 5 Minuten Europa League. Moritz Braun nochmal mit einem intensiven Speed-Dating mit dem Pfosten. Und Dreier, der die Mannschaft in die Europa League geführt hat. Jetzt mit dem frühen Treffer. Das wird jetzt natürlich eine Aufgabe für den Hamburger Sportverein. Viel Rotation. Vuskovic in der Startelf. Osterhage ebenfalls ein Neuzugang. Auf der rechten Seite heute wieder Silvan Hefti, aber auch Krammacher. In der Liga überzeugt, kam für 8 Millionen Euro aus Ulm. Heute in der Startformation von Rüdiger Rabbel. Der Mann mit der Nummer 17. Aujan, heute Linksverteidiger. Krammacher. Aujan mit Johannesson. Der kann es aus der Distanz. Johannesson drüber. Erste Torannäherung der Hamburger. Kickenborg im Tor, musste da nicht zugreifen. Vuskovic. Bella Kotschap, Aujan, Ballbesitz Hamburg. Meo. Silvan Hefti muss dieses Jahr um seinen Stammplatz kämpfen. Gegen die Soforthilfe Brandon Soppi. Jetzt kommt erstmal Enzo Meo. Neuzugang, 45 Millionen. Meo bringt den Ball in die Mitte. Und dann ist es, wer auch sonst, Robert Glatze, er kann es auch in der Europa League. Das erste Hamburger Tor auf internationale Parkett. Robert Glatze, 1:0, setzt die Szene und da muss er nur die Pike reinhalten. Frühe Antwort noch vor der Pause der Hamburger. Das ist bereits sein 6. Pflichtspieltreffer im 5. Einsatz. Dreier, der Torschütze. Boah, mit Leichtigkeit vorbei an Vuskovic, der hat Probleme. Dreier. Vorbei an Bella Kotschap, immer noch Dreier. Der zaubert hier richtig einen auf. Vuskovic. Der Ball ist immer noch heiß für Anderlecht. Nochmal Dreier. Legt ihn in den Rückraum. Bella Kotschap dazwischen. Ah ja, der Mann mit der 36. Ja, gegen Enzo Mio geht es da nicht so leicht. Und Enzo Mio, der hat richtig Tempo für einen Konter. Mio. Patris echt hinterher. Immer noch Mio. Enzo Mio. Enzo Mio. Wieder in den Rückraum. Amendo sieht man die Latte. Die Hamburger belohnen sich nicht mit dem Siegtreffer. Führungstreffer. Heftig. Enzo Mio. Und der braucht bei den Hamburgern überhaupt keine Eingewöhnungszeit. Der dreht richtig auf. Enzo Mio zieht in die Mitte. Nächster Abschluss. Eckball, aka eine Sache für Thomas Aujan. Die ist nicht ungefährlich. Vuskovic. Anderlecht kommt nochmal. Anderlecht kommt nochmal, Ball in den Rückraum. Und das ist gefährlich. Aber Moritz Braun passt auf. Und rollt ihn dann ungenau ab zu Amendo Sieb. Kaspar Dolberg kommt rein bei Anderlecht. Und die Hamburger wechseln auch aus. Bakary Yatta und Raoul de Thomas kommen in die Partie. Der erfahrene Mann, Vorlage gegen die Mainzer gemacht und dann die glattrote Karte gesehen. Dreier, der nimmt ihn wieder direkt. Riesenchance. Krattenmacher, gut gespielt. Aujan in der Mitte positioniert sich Robert Glatze. Pfosten! Jetzt ist es ein richtig wildes Spiel. Und Anderlecht kommt nochmal mit dem eingewechselten Dolberg. Aber Fischer passt auf. Johannesson. Johannesson, Platz für Yatta. Bakary Yatta. Yatta gibt nochmal einen Eckball. 86. Minute. Das komplette Volksparkstadion steht. Eckball, Hamburger Sportverein. Thomas Aujan
bringt ihn ins Zentrum und da ist Vuskovic! Ich glaube es nicht! Er trifft beim Startelfdebüt! Vuskovic mit dem Lucky Punch für den HSV! Der Mann mit der 44 tritt in die Fußstapfen seines Bruders! Leihgabe aus Italien und jetzt mit seinem goldenen Moment! Der sah beim Gegentor nach 5 Minuten nicht gut aus! Vuskovic mit dem Tor! Und jetzt wird's laut im Wolfsparkstadion! Vuskovic nach dem Treffer direkt raus, muss zur Dopingprobe, aber Sebastian Schonlau, der Ur-Hamburger, kriegt jetzt auch nochmal Spielzeit. Ist seit den Anfangstagen in der zweiten Liga dabei, wie Muheim und Glatzel. Und darf jetzt auch nochmal ein bisschen europäische Luft schnuppern hier für den Hamburger Sportverein. Aber Anderlecht ist noch nicht geschlagen. Anderlecht kommt nochmal mit Leoni. Anderlecht kommt nochmal. Braun ist draußen! Moritz Braun! Riesenparade! Kaspar Dolberg und Moritz Braun kriegt die Pranke dran. Wir sind bereits in der Nachspielzeit. Ecke nochmal. Die Standards von Dreier sind gefürchtet. Aujan kriegt den Kopf hin. Bella Kotschap haut den Ball raus. Die 92. Minute läuft. Nochmal Dreier. Kilian Fischer ist dazwischen. Fischer kriegt die Murmel nicht raus. Bella Kotschap, nochmal Dolberg, Braun ist draußen, Ball zurückgelegt, Schonlau auf der Linie, nochmal der Kopfball und Braun hat ihn, das Spiel ist vorbei. Der HSV gewinnt sein Premierenspiel in der Europa League und ausgerechnet Schonlau auf der Linie, was ein Spiel. Ach du Scheiße, ist Schonlau ein Goat. Ach du Scheiße, Schonlau. Ah, es ist die andere Parade. Oh Gott, war das stressig. Liverpool verliert gegen Bergamo. Alter, Schonlau, du Legende. Just a couple of questions for you. Yeah, what? English? Yes? Yeah, Brandon Sobby, he needs, the team is the star. The team. War Glück, oder? No. This game has nothing to do with luck. It's pure ability, mentality and more. Das zweite Spiel gegen Anderlecht lief besser. Wie hatten sie sich vorbereitet? Listen. You are shit like at Ziski in Germany, you know? You f***ers from the media, they, you don't know ball. We have only, this was the first game. Show some respect. 2 wins against HSV? Impossible. Not possible. Statement. No further questions, thanks. Ja, fuck off. In Leipzig. Oh Gott, wir spielen ja jetzt in Leipzig. Vuskovic erzielt erstes Saisontor. Vuskovic als Held des Tages. Ich sage, Held des Tages für mich ganz klar Sebastian Schonlau. Die Gerüchte, die in letzter Zeit in den Medien kursieren, haben mich ein bisschen nervös gemacht. Ich möchte Sie bitten, mir nochmal die Chance zu geben. Hey, alles gut. Schöner Sieg, ich wusste, dass es einen Sieg geben wird, wenn ich spielen darf. Digga, Silvan Hefti hat so dicke Eier. Hallo Boss, ich wollte mich nur dafür bedanken, dass ich jetzt zeigen durfte, was ich kann. Ich glaube, ich bin jetzt bereit, regelmäßig zu spielen. Fantastische Leistung. Digga, ich scoute diesen Dreier. Wenn wir nochmal einen Backup brauchen für die rechte Seite. Der Mann ist ja crazy am Ballen. 30 Jahre jung, absoluter Baller. Was sagt die Presse? Ich möchte, dass die Presse mir ein Entschuldigungsschreiben hinlegt. Für Sebastian Schonlau. Ich will, dass wir ein Entschuldigungsschreiben haben. Heute waren wir das erste Mal seit 2010 wieder europäisch im Einsatz. Starke Leistung der Jungs. Gekämpft bis zum Ende und sich dann spät belohnt. Schonlau, du Kopfballmonster. Auch ich habe alles von der Loge gegeben. Props an Kühne, Digga. Danke für dein Geld. Bisschen ist auch in der Schweiz gelandet. Muss ich dir ganz offen und ehrlich sagen, Bro. Ich heb die Hand. Oh, jetzt in Leipzig. Oh, und dann Pokal in Bochum. Ja, Muheim, du willst spielen. Du willst spielen, Bruder. So, wie spielen wir gegen Leipzig? Aujan wieder in die Startelf? Ja, Vuskovic kann ich jetzt eigentlich nicht rausnehmen. Also ich kann ihn von der Bank bringen, aber ich kann ihn nicht aus der Elf rotieren. Soppi wird zocken, Martell wird zocken. So der Plan. Männer, ich brauche jetzt eine gute Leistung in Leipzig. Ich will nicht in Leipzig rutschen gehen. In Leipzig rutschen gehen tut immer richtig weh. Oh nein. Funde 1-0, 5. Minute. Ich hasse es, gegen diese Mannschaft zu spielen. Ich hasse es. Digga, ich bin mit dieser verwickten Torhymne mit Schalke abgestiegen und war im Auswärtsblock. Das war das Schlimmste, was ich jemals gehört habe. Dagegen ist Jabba Dabba Du von Bayern Kindergarten. Du Schwanzgesicht, Christiansen! Bist du Kacke! Das passiert, wenn man beim Scheißverein spielt, Bruder. Bist du Kacke! Latte!
Was? Frechheit, schön verarscht worden. Digga, wie unrealistisch, dass in Leipzig das Stadion nach einer Ecke laut wird. Oh nein, kein Karma. Kein Karma kassieren. Ja, und geh ab, Mio. Bobby Glätzel. Mio, bitte. Was steht an jeder Ecke? Was steht da, Chat? Oh mein Gott. Mach's an. Mach's an. Mach's an. Mach's an. Mach's an. Oha! Gut, 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 gut! Auf die Zähne beißen. Und das ist der goldene Konter! Das ist der goldene Konter! Oh Jan, was machst du? Nein. Nein. Ja, nein, ja, nein, 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 ja! Ja! Wir haben in Leipzig gewonnen, Junge! Vamos! Moritz Braun, du geile Sau, Alter! Du geile Sau, Moritz Braun! Oh, was ein Saisonstart! 4 Siege in Folge! 3. Platz verteidigt! Hinter Wolfsburg und Bayern! Scheiße, Christian Groß ist am Kochen bei den Bayern! Mainzer gegen Dortmund verloren! Leverkusen nur 12. Was machen die denn? Was macht denn Leverkusen? 2-0 in Wolfsburg verlieren. Ui, Union Berlin, das sieht gar nicht gut aus. Oh, erste Pokalrunde. Erste Pokalrunde, Chat, nicht gut. Und danach Bayern. Königsdörfer will zocken, ja, ich werde dich mitnehmen. Ich werde dich mitnehmen. Mods macht eine Wette, wir spielen in Bochum im Pokal. Und wir müssen rotieren. Bella Kotschap geht raus. Vuskovic darf spielen. Oh, ich glaube, Soppi ist gerade hochgegangen, kann das sein? Ich glaube, Soppi ist gerade hochgegangen. 17 Wochen, dann hat er 83. Digga, bei dem rennt ja komplett. Wir spielen in Bochum. Scheiße, ich muss aber eigentlich, muss ich Bella Kotschap mitnehmen. Der spielt halt bei seinem Jugendverein. Da muss ich ihm eigentlich Einsatzzeit gönnen. Ja, ja, wir spielen in 3 Tagen gegen die Bayern. Deshalb versuche ich auf Mio und auf Sieb zu verzichten. Und auf Richards auch. Sind halt Zweitligist, ne? Wie läuft's denn bei denen? Ach nee, die sind ja aufgestiegen. Ah, die sind ja aufgestiegen über die Relegation. Die sind ja aufgestiegen. Ich hab's ganz vergessen. 10. Boah, leicht wird's nicht. Leicht wird das nicht. Egal, müssen wir. Hat auch keiner gesagt, dass das leicht wird. Da kommt er raus, Bobby Glatzel, unser Star. 3 Tore in den letzten 3 Spielen. DFB-Pokal, 1. Runde, das Aufeinandertreffen zweier Bundesligisten, der VfL Bochum, Arne Kastrupper gegen den Hamburger Sportverein. Es ist der Tabellenzehnte, der hier den Tabellendritten empfängt. Martel Krattenmacher. Krattenmacher mit einer Idee für Glatzel, der holt den Lupfer raus! Glatzel! Erste Torchance. Bochumer versuchen jetzt das Spiel mal ein bisschen zu beruhigen. Ballbesitzphase geht jetzt schon ein bisschen länger. Bisschen Ruhe reinbringen. Fraulo. David, Fraulo. Aber wieder die Hamburger. Kartenmacher. Aoyan mit Kartenmacher. Muheim. Muheim muss abdrehen. Martell. Johannesson. Ah, Fehler. Fraulo und De Witt dazwischen. Brandon Soppi. Guter Ball auf Glatzel. Und der erste Kontakt von ihm ist überragend. Glatzel. Aoyan. Ah, bisschen zu lang für Muheim. Torrente dazwischen. Hamburger jetzt mal mit ein bisschen mehr Gegnerdruck. Macht sich direkt bezahlt. Aoyan. Johannesson. Jatta. Glatzel. Oh, überragend gespielt. Erik Martell, der muss ihn doch nur reinschieben. Aber der ist nun mal kein Stürmer. Erik Martell. Unfassbar. Aoyan bei der Ecke. Ist nicht gefährlich. Die war in der Europa League ein Mittel zum Erfolg. Aoyan aus der Distanz gefährlich. Röllecke, nächste Ecke. Und wieder die Chance für Thomas Aoyan. Die ist besser. Und da ist wieder Vuskovic. Vor genau 6 Tagen, den Treffer erzielt gegen Anderlecht in der Europa League. Soppi. Boah, technisch.
Ganz, ganz stark. Brandon Soppi. Der Neuzugang. Soppi. Jatta. Hamburg macht direkt weiter. Nach der Halbzeit. Jatta, Ball in den Strafraum. Moheim. Zweite Angriffswelle rollt. Lang. Aujan. Glatzel über Umwege zu Krattenmacher. Tor für den HSV. Der Mann mit der 17. Krattenmacher. Kurioser Treffer. Der Ball prallt von Glatzel irgendwie zu Krattenmacher. Der Neuzugang von den Ulmern. Und dann schiebt er den aber mal absolut eiskalt in die Ecke. Und die Hamburger werden ihrer Favoritenrolle beim Aufsteiger aus Bochum gerecht. Martell Glatzel. Glatzel, super Laufweg von Krattenmacher. Krattenmacher. Hinten drin Krattenmacher in den Rückraum zu Jatta. Jatta, zu viele Beine jetzt vor ihm. Soppi. Krattenmacher. Krattenmacher zieht in den Strafraum. Er wechselt beim HSV. Osterhage und Bella Kotschap, zwei Ex-Bochumer. Kehren zurück an die Kastropper. Und ich muss niesen. Immer noch Krattenmacher. Legt ihn gut ab für Bakary. Jatta. Oh, dann ist es ganz kurios. Und Ransford Jeboer Königsdörfer mit einem absoluten Kuriosum. 2-0. Die Hamburger stehen mit fast zwei Beinen in der nächsten Pokalrunde, weil sich hier die Bochumer Hintermannschaft nicht einig wird. Und dann ist es kein Foulspiel. Königsdörfer geht nur auf den Ball. Und dann steht es 2-0. Das sollte es gewesen sein. 17 Minuten auf der Uhr. Bochumer bräuchten ein Wunder. Jatta und Königsdörfer und der nächste Hamburger Konter. Rollt über den pfeilschnellen Bakary Jatta. Jatta. Jatta am zweiten Pfosten. Krattenmacher. Doppelpack 0-3. Der HSV steht in der nächsten Pokalrunde. Maurice Krattenmacher mit dem Doppelpack. Das Spiel ist durch. Eiskalt vor den Hamburgern zu Ende gespielt. Und da muss ihn Krattenmacher nur einschieben. Doppelpack. Und der ja, viel belächelte Neuzugang von den Ulmern zeigt, dass er eine echte Alternative für den Hamburger Kader in dieser Saison ist. Boah, was ein Fehler. Und Krattenmacher kann den Hattrick erzielen. Und Krattenmacher erzielt den Hattrick. Hanebüchen vom Aufsteiger. In der Hintermannschaft. Die Bochumer leisten viel Beihilfe, um den Hamburgern den Weg in die nächste Runde zu bescheren. Und Krattenmacher erzielt seinen ersten Hattrick in roten Hosen beim Hamburger Sportverein. Alter, ohne Spaß. Krattenmacher ist komplett da. Ich dachte, der wird eher so Stürmer Nummer 5 und zockt mal ab und zu, aber das geht ja echt klar. Jatta nochmal. Jatta nochmal. Oh ja, der ist frisch. Und hat Bock. Bakary Jatta. Immer noch Bakary Jatta. Immer noch Jatta. Läuft jetzt aus. Das Spiel ist vorbei. Die Bochumer verlieren die erste Pokalrunde im heimischen Stadion mit 0-4. Und Krattenmacher rammt sich diesen Ball ein. Boah, Alter. Das ist aber richtig geil. Oh, Schalke mit einem 3-3 in Münster. Uiuiui. Ui, ui. Vielen Dank, dass Sie für ein kurzes Statement zu uns gekommen sind. Das ist der Verdienst der Spieler. Dreierpacks sind heutzutage eine Seltenheit. Wie haben Sie die Leistung von Krattenmacher gesehen? Krattenmacher war heute wirklich großartig. Nach den 4 Hamburger Toren war es am Ende ein komfortabler Sieg. Hätte das Ganze aus Ihrer Sicht heute noch anders ausgehen können. Ich konzentriere mich aufs nächste Spiel. Post. Post. Statement. Vielen Dank für diese Statements. Gerne fürs Statement. Gerne, gerne, gerne. Turnierpreisgeld. Königsdörfer. Danke für die Chance, dem Team zum Sieg zu verhelfen. Fühlt sich super an. Sehr gut. Oh, und jetzt die Bayern zu Hause. Immer noch Dritter. Was sind denn so die nächsten Spiele? Gegen die Bayern, dann in Helsinki, in Union, dann bei den Hearts. In Freiburg ist die nächste Pokalrunde. Dank des Trainingsplans hat mir Jo die optimale Fitness erreicht. Ein ausgeglichener Plan wäre am besten, um die Bissigkeit zu bewahren. Okay, ja, hat er ja jetzt. Hat er ja jetzt. Passt doch. Vorbericht. Boah, der Kader ist halt böse, ne? Halbe französische Nationalmannschaft am Start. Natürlich Karim Konaté, Musiala, Olise. Es ist halt ein Banger-Kader, ne? Da machst du halt nix, ey. Der Kader ist halt wirklich einfach ein Brett. Boah, also wenn wir da jetzt was mitnehmen, dann ist in der Saison... Oh, kein schlechtes Karma kassieren. Dann ist in der Saison einiges möglich. Kann aber auch sein, wir werden von Konaté komplett eingeschult.
Perfekt, der Torwart hat die 14 bei denen. Gut, Richards. Schön nach vorne verteidigt, das will ich sehen. Und Aue, Jan. Und Sieb. Und Glatze! Ja, wer sonst? Gegen die Bayern! Dreh auf, Junge! Digga, Robert Glatze ist noch krasser als letzte Saison. Ich schwöre dir, der Typ reicht wie ein guter Wein. Ist das krank, wir machen Christian Groß Bayern weg. Wir machen von Christian Groß die Bayern weg. Nein. Nein. Konate. Das tut an der Seele weh. Da bin ich bis heute sauer, dass er uns verraten hat. Er hat uns an die Bayern verraten. Er hat uns einfach an sie verraten. Für 65 Millionen Euro hat er uns einfach liegen lassen. Er hat uns einfach liegen lassen. Einfach für Geld. Er hat safe Güli gedrückt. Wenn der kein Güli gedrückt hat, weiß ich auch nicht. Der hat 100 Pro Güli gedrückt. Musiala. Komm schon. 90. läuft. Geh nochmal, Jatta. Nein. Aber wir können, das Ding ist, wir können halt mithalten gegen die Großen. Und das ist eigentlich echt ein sehr gutes Zeichen. Leverkusen ist die Saison anscheinend komplett Arsch. Aber zu Hause gegen die Bayern verlieren. Wir haben in Leipzig gewonnen. Also das ist schon okay so, ne? Muss man ja mal wirklich sagen. Dreier mit Curve Shot Plus. Ey, ich sag euch eins, ne? Wenn wir im Winter irgendwie eine Verletzung haben sollten und einen Kaderspieler brauchen, dann gehe ich da rein. Dann gehe ich da rein. Lol, wo ist denn Dennis Undaf hingewechselt? Cremonese. Also. Jugend-Scout-Bericht verfügbar. Alles irgendwie nix. Alles irgendwie nix. Nils Hofmann sah ein bisschen vielversprechender aus. Mit bis 75. Aber er ist 900.000 wert. Oh, und da sind noch zwei interessante. Komm schon. Vielleicht haben wir mal wieder Jugendspieler-Lack. Theodor Meyer. 3,9 Millionen! Es ist passiert! Nach zwei Jahren! Nach zwei Jahren haben wir wieder ein Megatalent am Start. Alter. Holy shit, Theodor Meyer. Der ist, glaube ich, ein Defensivspieler, oder? Und Simon Winter, 500.000. Was ist das für einer? 67 Innenverteidiger. 1,76 groß. Kann ich den zum LV machen? Zwei Wochen LV. Perfekt. Der hat Tempo. Der kann flanken. Der ist defensiv stark, der kann passen, der kann dribbeln. Perfekt. Sechser sagt ihr auch. Boah, aber ich glaube, ich würde aus dem gerne einen LV machen, weil das eine Position ist, die wir auch unbedingt im Kader brauchen. Weil dann hätten wir einen Muheim-Nachfolger aus der eigenen Jugend. Ich mache aus dem einen LV. Wie viele Playstyles? 0 bis 3. Ey, dürfen die Content Creator ihr FC 25 schon eine Woche vorher spielen? Nee, wahrscheinlich so 2-3 Tage. Also am 20. September ist ja Pre-Order-Release und ja, wir dürfen dann meistens so 2-3 Tage vorher spielen. By the way, auch krank, ne? Yong-Soo Ko, 92 bis 94 Potenzial, ne? Das ist halt schon geil, ey. Das heißt, wir haben auf den Außenverteidigerpositionen jetzt echt gute Leute in der Pipeline. Ich hoffe, dir geht's gut. Mir geht's gut, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, ihr habt Spaß an dem Stream. So, wir spielen jetzt bei Helsinki. Die haben die letzten drei Spiele alle verloren. Die haben einen Spieler, der Schlüsselspieler ist, der Sapai heißt. Da werden wir aber mal eine schnelle machen. Da werde ich jetzt mal, Lang ist auf 80. Bella Kotschap und Richards mal zocken lassen. Ein bisschen Rotation. Ich finde, Krattenmacher hat mal... Nee! Die haben ihn gefickt, Digga. Er ist gefühlt... Wann ist er 32 geworden? Er war eine Woche davon entfernt, 81 zu kriegen. Das ist ja geisteskrank. Ist das frech? Ist das frech? Wann hat er Geburtstag? Aoyan, Geburtstag. 30. September. Was ist für ein Tag? Was haben wir für einen Tag? 5. Oktober, ihr Sade, Digga. Alles Gute zum Geburtstag, Thomas Aoyan. Hat zum 32. Geburtstag ein Downgrade geschenkt bekommen. Nice. Geil. Nee, echt toll. Danke für gar nichts. Hertha gewinnt 10-9 im Elfmeterschießen gegen Lautern. 1860 München gegen Bayern einfach. Was eine Auslosung. Fürth haut Bremen raus. Gladbach haut Leverkusen raus. St. Pauli haut Frankfurt raus. Heidenheim haut Kiel raus. Lol, wie viele Bundesligisten gehen hier rutschen? Darmstadt haut Köln raus. Münster haut Schalke raus. Okay, Schalke ist zweite Liga. Wie viele Erstligisten sind hier rausgeflogen? Leverkusen, Bremen, Union, Freiburg, Wolfsburg. Wen habe ich vergessen? Kiel, Frankfurt. Hatte ich die schon gehabt? Nee, warte mal. Frankfurt, Kiel, Köln sind 3. Bremen 4. Leverkusen 5. Wolfsburg 6. Ja, und mit Bochum, die wir rausgehauen haben, 7. Es sind 7 Erstligisten raus. Wer spielt in der dritten Runde? Gladbach, Darmstadt, Leipzig, Hertha, Hoffenheim, Dortmund, Bayern, Münster. Was ein easy los.
Mainz, Stuttgart, St. Pauli, Heidenheim, Fürth, Aue. Auch wild, dass Aue noch drin ist. Aber ist eigentlich ganz gut, ne? Schmeißen sich halt wieder unfassbar viele Bundesligisten gegenseitig raus. Digga, nach der Runde. Ich gehe jetzt einfach mal, egal. Bayern, Stuttgart 2, Hamburg 3, Dortmund 4, Leipzig 5, Gladbach 6. Im besten Szenario können einfach dann im Viertelfinale nur 6 Bundesligisten sein. Ja, okay, aber es ist eigentlich von 8 Mannschaften ist jetzt auch nicht so wenig. Ja, Münster gegen Bayern wäre halt wild. Wir machen mal eine schnelle bei Helsinki. Ist zweiter Spieltag in der Euroleague. Braun hat eine plus 7er Form. Yo, Alter. Ich werde Osterhage mal für die Rotation spielen lassen. Und Krattenmacher, ich finde, der hat sich's verdient. Am Pokal richtig gute Leistung gezeigt. Und Bella Kotschap darf mal. Bella Kotschap Richards. So, das sollte eigentlich reichen. Bin ich optimistisch, sag ich ehrlich. Sehr schön. Krattenmacher trifft wieder und Brandon Soppi. Junge, Krattenmacher ist komplett da, ne? Also das hätte ich ja wirklich nicht gedacht, dass Krattenmacher so eine Saison spielt. Verrückt, ey. Moritz Braun ist deutscher Nationalspieler. Vuskovic für Kroatien. Wir haben 3 deutsche Nationalspieler, Chat. Krass, Alter. Moritz Braun ist deutscher Nationalspieler. Ist das geil. Und er ist auch auf 80 gegangen. Ja, das hat er sich aber auch verdient. Kann ein Torwart ein Playstyle Plus kriegen hier? Nee, hat er aber nicht. Weiter Abwurf und Beinarbeit hat er. Ja, krass, ey. 3 deutsche Nationalspieler ist mal eine Ansage. So, wir spielen jetzt bei Union Berlin. Wir sind aktuell 5. Könnten mit einem Sieg aber gut springen auf Rang 3 wieder. Union Berlin ist abgeschlagen letzter, ohne einen einzigen Punkt. Ja, so geil sieht deren Mannschaft jetzt auch nicht wirklich aus, ne? Aujan hat wieder 80? Scheiße, der kämpft. Der kämpft. Geil. Der muss den Glatzel 2.0 machen. Der muss kämpfen, der Mann. Scheiße, Digga. Der Mann muss ackern. Ja, wir gehen mit unserer besten Elf rein. In der Liga wird nicht rotiert und geschont. Hier geht's mit der ersten Elf. Bald eine Rentnertruppe? Boah, geht. Wir haben eigentlich jetzt schon ein paar junge Leute rangeholt. Also vor allem halt, Braun und Lang ziehen halt den Schnitt gut runter. Mio, Martel, Johannesson, Sieb, Bella Kotschap sind auch alle unter 26. Also in der Startelf sind 3 Leute über 30. Aujan 32, Glatze 34, Muheim ist 30, glaube ich. Also das geht eigentlich echt in Ordnung. Ich finde, wir haben eigentlich voll den sauberen Altersschnitt. Boah, es ist eine Frage, der Zeit, bis hier das Tor fällt. Sie spielen so dominant. Muss jetzt eigentlich gleich passieren. Jetzt aber. Digga. Ja, Robert Glatzel, wer sonst? Da steht er einfach, wo ein Stürmer stehen muss. 0-1, Pick. Da muss er einfach stehen als Stürmer. Ey, ganz im Ernst, ne? Sorry an Armindo Sieb. Ich will ihn eigentlich... Na, wobei, Glatzel ist müde. Dann lasse ich Sieb drauf. Aber Krattenmacher muss sich in der aktuellen Verfassung zocken lassen. Krattenmacher ist gerade wirklich so gut. Also da kann ich leider, tut mir auch leid für RDT und Königsdörfer. Aber rein Leistungsprinzip, Chat, seid mal ehrlich. RDT ist eine Legende, aber Krattenmacher muss der Offensivspieler Nummer 1 sein, den ich einwechsle, so wie der gerade zockt. Jetzt aber. Jetzt aber. Johannesson 0-2, Fischer nochmal Einsatzzeit, Jovanovic nochmal Einsatzzeit. Ah, Jankovic meine ich. Sehr, sehr schön. Wir machen halt echt unsere Pflichtaufgaben. Das gefällt mir gut. Sehr viel Konstanz in unserem Spiel. Guck mal, 10-3 Schüsse. Absolut souverän. Mainzer! Meiste Tor. Wow, mein Gott. Ach du Scheiße, der hat ja 14 Scorer. Ne, 11. 7 Tore, 4 Vorlagen. Durchschnittliche Bewertung 7,7. Robert Glatzel ist einfach Topscorer der Liga. Glatze Prime mit 34. For real, Alter. Nein, du machst das super, Martell. Du machst das super. Blick auf die Tabelle, 4. Ich glaube, Wolfsburg wegen Tordifferenz, ne? Ja, 10 Gegentore nach 7 Spielen. Wenn man überlegt, dass 6 aus dem ersten Spiel kommen, kannst du sagen, 4 Gegentore in den letzten 6, dann sieht das gut aus. Leipzig hat sich ein bisschen gefangen. Bayern hat seine erste Niederlage geholt. Ui, gegen Freiburg. Und die hatten vor dem Spiel einen Punkt nur. Und jetzt spielen wir in Freiburg. Da können wir uns mal angucken, wie gut Freiburg ist, weil wir gegen die ja auch auswärts im Pokal spielen. So, sind auch alle fit. Das heißt, wir können schön mit der ersten Garde auswärts in Freiburg spielen. Schön mit der ersten Elf. Jetzt den Saisonstart noch weiter veredeln. Das wäre jetzt wunderschön, wenn es hier jetzt einfach nahtlos weitergeht. Elfmeter. Oh, Elfmeter. Richardson Elfer verursacht. Jetzt muss unser Nationaltorwart Moritz Braun retten, was zu retten ist.
gegen die 24, gegen Pečinović. Und Pečinović trifft 1-0 Freiburg. Klassisch verladen. Rüdiger Rammel hat eine Krawatte. Zweiter Saisontreffer. Ist die alte Torhymne gewesen? Oh, ja, ich sag Stadionsprecher, von denen hat auch Demenz. Nicht beirren lassen, einfach unser Spiel weiterspielen. Thomas Auejan, auch mit 32 Jahren kann der Mann noch marschieren. Und ja. Auejan auf Glatze. Es funktioniert seit 6 Saisons. Seit 6 Saisons ist diese Kombi einfach Killer. Und Glatze trifft schon wieder. Es ist der ewige Bobby. Es ist der ewige Bobby Glatze. Der unkaputtbare. 1-3. 0-3 wäre schön. Da ist es. Robert Glatze. Digga, der Typ ist ein Phänomen, das ist wirklich krass. Und Leute wollten mir sagen, ich muss in der neuen Saison einen neuen Stürmer holen, weil die Zeit von Robert Glatze vorbei ist. Der Mann ist in seiner absoluten Prime. Der ist noch besser als all die Jahre davor. Der Mann steht jetzt gleich bei 13 Scorern in der Bundesliga. Das ist unfassbar. Das ist schon sein 9. Saisontreffer gewesen. Ist halt auch wieder ein sehr sauberer Auftritt. Die haben halt gerade gegen die Bayern gewonnen. Und wir spielen hier komplett souverän. Ich hab nichts gesagt. Das ist doch nicht so ganz souverän. Jetzt nicht einkrachen hier. Ich brauche jetzt hier kein 3-3, ne? Männer? Sehr gut. Arbeitssieg. Hey, gute Frage. Warum zockt eigentlich nicht der Torwart von uns? Das ist eine gute Frage. Warum zockt nicht der Torwart, den wir nach Freiburg verkauft haben? Warum zockt er nicht? Anscheinend haben die noch krassere Keeper. 77. Spielt einfach nicht. Aufregender Mann für die Zukunft. Ganz so aufregend scheint es nicht zu sein. Levin Hermann hat 90. Die Mannschaft wird diesen Spieler nicht verkaufen, da er zu wichtig für den Club ist. Frank Simon, 83. Spielerstatistik in der Bundesliga. Gucken wir mal ganz kurz rein. Wobei, ich mache erst das Euroleague-Spiel. Spielzeit von Vuskovic. Ja, der wird jetzt gleich spielen. Theodor Meyer ist jetzt Linksverteidiger. Ist beim 67er Rating geblieben. Geht aber in einer Woche schon hoch. Also vielleicht ist er tatsächlich am Ende der Saison. Vielleicht ist er halt echt am Ende der Saison schon eine Option. Boah, Chat, jetzt nicht mehr in die Presse um die Uhrzeit. Wir waren heute genug in der Presse. Nicht auf Krampf. So, Vuskovic möchte spielen. Dafür haben wir ihn ja, dass wir ihn in der Euroleague reinrotieren können. Da werden wir mal mit Bella Kotschap Vuskovic reingehen. Und Kratte darf zocken. Na, und Auejan ist wieder ein runter. Osterhage, ich habe jede Menge Spaß. Das ist halt so geil. Obwohl der eigentlich nur Rotationsspieler ist. So, wir spielen bei den Hearts. Also, ich glaube, ihr seid aber auch fein damit, wenn wir die Euroleague-Gruppenspiele gegen die vermeintlich einfachen Gegner immer mal schnell simulieren. Also, das hatte ich mir jetzt sowieso gesagt, dass wir halt in der... also, wenn wir international spielen... dass halt die Saisons nicht ewig lange gehen, dass wir halt immer mal wieder auch eine schnelle machen. Ich glaube, das ist okay, oder? Ich glaube, das ist okay, Chat. Ich finde es nämlich gerade so vom Tempo auch sehr angenehm. Ist nicht zu langsam, ist nicht zu schnell. Das geht schon in Ordnung. So, bisschen durchrotiert. Gucken wir mal. Oh! Ja, das ist nicht geil. Was ist das? Digga, was haben die gemacht? Das ist ja dick um die Ohren geflogen. Was ist denn das für eine Scheiße? Oh nein, wer ist beim Interview? Vuskovic mit ungewöhnlich schwachem Spiel. Ja, perfekt, Digga. Und du wolltest unbedingt zocken. Das war eine richtig fette Scheißidee. Digga, die haben 3 Siege. Ich hab die Hearts unterschätzt. Das sind die absoluten Digga in der Gruppe. 3-1 gewonnen, 2-0 gewonnen und 0-1 gewonnen, auch in Anderlecht. Ich dachte, Anderlecht wäre der beste Gegner aus der Gruppe. Perfekt. Ja, auch wenn meine Leistung mäßig war. Jetzt zu Hause gegen die Bochumer. Und danach haben wir das Pokalspiel in Freiburg. Unsere Ziele sind gefährdet. Warum sind denn jetzt unsere Ziele gefährdet? Nachwuchsarbeit. Ja, ich schicke doch schon wieder einen neuen Scout los. Ich mach doch schon. Ja, unsere Ziele sind gefährdet. So, die müssen wir feuern. Es gibt keinen 5-Sterne-5-Sterne-Scout. Ja, dann kann ich auch nichts mit Jugendarbeit machen. Ich hole nur 5-Sterne-5-Sterne-Scouts, mein Freund. Da müssen wir ein bisschen warten. Sieb von Anfang an. Auejan hat wieder 80, der Mann ist am Kämpfen. Der Mann ist halt wirklich brutal am Kämpfen, Digga. Das ist wirklich krank, wie der am Kämpfen ist, Digga. Der macht den Glatzel 2.0. Der Mann ist so am Ackern. Wahnsinn. Sehr cooler Stream heute mal wieder. Danke, danke, mein Freund. Freut mich, dass es euch gefällt. Auch schon wieder 7 Stunden live, ey. Wahnsinn. Sehr gut, Soppi.
Sehr gut, Sieb. Sehr gut. Glatzel. Und nachsetzen. Und direkt wieder den Ball erobern. Oh, spiel doch auf Glatzel. Digga, das Tor ist da. Oh, was? Das gibt's doch nicht. Digga, wie können wir hier nicht führen? Digga, da ist eine andere Truppe als im Pokal. Sag ich euch so, wie es ist. Das sieht gar nicht so schlecht aus bei denen. Jetzt aber Glatzel. Komm, Junge. Er wird doch gehalten. Das sehe ich doch von hier. Der scheiß Ball geht nicht ins Aus. Ich will wechseln. Oh nein. Oh, Moritz Braun. Komm, geh nochmal. Der Ball ist seit einer halben Stunde nicht im Aus gewesen. Nicht hintenrum spielen in der 90. Nicht hintenrum spielen in der 90. ihr Idioten. 0-0 gegen Bochum. Nee, das ist scheiße. Falter Taktiker. Falter Taktiker. Ist okay. Oh, Bayern marschiert halt krass, ey. 24 Punkte. Wir hätten halt Zweiter sein können mit einem Sieg, ey. Ah, wir hätten Zweiter sein können mit einem Sieg. Das ist kacke. Guck mal, Ballon d'Or war gerade da. Ich hab's nicht gesehen. Ballon d'Or-Sieger verkürt. Erling Haaland. Haaland holt sich den Ballon d'Or. Nachwuchsstar. Nader Abdullah von Liverpool. Wer zum F*** ist Nader Abdullah? 84, 19 Jahre. Ägyptischer Rechtsaußen. Perfekt. 98 Antritt. 98 Beweglichkeit. 97 Sprinttempo. Moin Meister. Nee, ich simuliere nicht. Ich spiele selber in Freiburg. DFB-Pokal. Boah, Mikkel Brennisch ist im Pokal, weiß ich nicht, Bro. Ich glaube, ich werde im Pokal auf Krattenmacher setzen. Aujan bleibt bei der 80 stehen, das ist gut. Dann werden wir mit Lang und Richards gehen und mit Jatta beginnen. Und ich nehme mal Königsdörfer mit. Freunde, Arschbacken zusammenkneifen und pushen. DFB-Pokal in Freiburg. Gut, dass ihr mich erinnert. Heuer Fernandes muss zocken. Das wäre wichtig, hier weiterzukommen. Es wäre das erste Mal geführt, dass wir einen DFB-Pokal-Run starten. Das wäre wirklich big, wenn wir da mal was starten. Da kommen sie raus. DFB-Pokal Achtelfinale. Freiburg gegen Hamburg. DFB-Pokal Achtelfinale. Flutlichtspiel. Die beiden Bundesligisten treffen aufeinander in der Liga. Konnte sich der HSV auswärts mit 3-1 durchsetzen. Aber der DFB-Pokal schreibt ja bekanntlich seine eigenen Geschichten. Heute wieder Lang und Richards in der Innenverteidigung. Haben es letzte Saison gut gemacht. Gehören auch dieses Jahr zum Stammpersonal. Und im Tor steht Daniel Heuer-Fernandes. Und in der Liga war es ein 3-2, höre ich gerade von der Regie. Die Demenz zieht sich durch. Muheim. Aujan. Krattemacher. In der letzten Pokalrunde gegen die Bochumer ein überragendes Spiel gemacht. Glatzel. Viel Platz für Aujan auf der linken Seite. Thomas Aujan. Thomas Aujan! Erste Annäherung der Hamburger. Ich habe gerade eine Paulana Spezi in meinen PC reingekippt. Ach du Scheiße. Nein! Oh, nee, nicht nur unter den PC. Aber das ist auch nicht geil. Sieht aus, als hätte einer hingeschissen. Och, Digga, um 2 Uhr nachts. Geht, nichts passiert. Nichts passiert. Passt. Ja, passt, 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 passt. Da ist nichts passiert. Hier, ein bisschen sauber machen. Oh, die Freiburger treffen früh! 1-0 durch die Nummer 11. Die Freiburger gehen früh in Führung. Ähnlich wie in der Liga, wo es ein Elfmeter war. Und Willemsson schiebt ihn in die Ecke. Heuer Fernandes ohne Chance. Makengo bleibt an Johannesson kleben. Jatta über die Außen. Bakary Jatta. Jatta, Flanke kommt. Ist nicht schlecht, Krattenmacher. Der Pokalexperte! Maurice Krattenmacher! Der Mann mit der Nummer 17 trifft! Steht perfekt in der Luft! Und die schnelle Antwort der Hamburger ist perfekt! Bakary hat er über die Außen. Heute in der Startelf für Enzo Mio und Krattenmacher mit dem Bilderbuch
Flugkopfball. Was eine Verpflichtung. Maurice Krattenmacher für 8 Millionen Euro aus Ulm gekommen. Am Anfang gab es viele Zweifel, ob er überhaupt Einsatzzeiten bei den Hamburgern kriegen wird. Aber er nutzt gefühlt jede Chance, die er kriegt. Freistoß für Freiburg durch den Kapitän Pierre-Emil Heuberg. Hamburger kriegen den Ball geklärt. Und wieder Krattenmacher. Und der hat richtig Tempo. Maurice Krattenmacher vorbei an Makengo. Immer noch Krattenmacher. Immer noch Krattenmacher. Immer noch Krattenmacher. Krattenmacher. Und den kann er nicht veredeln. Wieder Soppi. Oh, und hält den Ball drin. Das ist überragend. Oh, wunderschön gespielt, der Hamburger. Das ist ein Konter aus dem Lehrbuch. Krattenmacher, Aujan läuft mit. Aujan, 2-1 Führung. Ein Konter aus dem Lehrbuch. Balleroberung, Soppi, und dann geht's ganz schnell. Krattenmacher mit der Übersicht. Verbucht die zweite direkte Torbeteiligung. Und Thomas Aujan muss nur einschieben. Ein Weltklasse-Konter. Wunderschöner Angriff. Rüdiger Rammel jubelt. Und innerhalb von 25 Minuten dreht der HSV diesen Rückstand zu einer Führung im DFB-Pokal. Oh, aber jetzt wieder die Freiburger. Willemsson, der Torschütze. Spielt ihn in die Mitte. Das ist gefährlich. Und es gibt Elfmeter. Und wieder Richards, der hat schon einen in der Liga verursacht. Jetzt wird's ein ganz wildes Spiel. Ja, und das ist korrekt. Rüdiger Rammel winkt ab. Und Erin Dingschi muss ran gegen Daniel Heuer Fernandes. Dingschi gegen Fernandes. Schiebt den in die Mitte. Freiburg gleicht aus. Ganz cool gemacht. Heuer Fernandes ausgeguckt. Und der 2:2 Ausgleich. Zweiter Durchgang läuft. Ein packendes Pokalspiel. Geht in die zweiten 45 Minuten. Ein Pokalabend zum Genießen für den neutralen Zuschauer. Johannesson gut in Szene gesetzt von Soppi. Jatta auf Soppi. Das ist gut gespielt. Johannesson. Willemsson. Torschütze zum zwischenzeitlichen 1:0. Willemsson. Soppi kommt zu spät. Gibt den Freistoß und die gelbe Karte. Ist eine Sache für Pierre-Emil Heuberg. Der flankt ihn rein. Richards dazwischen und Ballbesitz wieder für den HSV. Soppi, oh, Fatorlev wieder, muss Soppi jetzt aufpassen, das wird die letzte Ermahnung gewesen sein, wieder die Freiburger, Heuer Fernandes und der nächste Elfmeter. Und es ist wieder Richards, der Unglücksrabe, du kannst es dir nicht ausdenken, zwei Spiele gegen den SC Freiburg und der verursacht drei Elfmeter und jetzt wieder Erin Dingschi gegen Heuer Fernandes, Dingschi wieder in die Mitte oder diesmal in die Ecke. Diesmal in die Ecke. Freiburg führt. Erin Dingschi, Doppelpacker. Aber das ist die Qualität vom Punkt. Und Rüdiger Rammel reagiert direkt. Der gelb-rot gefährdete Brandon Soppi verlässt das Feld. Und auch Richards, der absolute Unglücksrabe, verlässt das Feld für Amel Bellakotschap. 30 Minuten Zeit bleiben jetzt dem Hamburger Sportverein. Johannesson. Aujan. Krattenmacher. Ja, war eine Hand dran. Freistoß für den HSV. 70. Minute. Und das ist eine sehr gefährliche Position. Für Thomas Aujan könnte es mit dem linken Fuß versuchen. Aujan wird es direkt machen. Aujan. Ah, nicht ungefährlich, aber ab in die Mauer. Bellakotschap hält den Ball nochmal drin. Krattenmacher. Krattenmacher bringt die Flanke nicht gefährlich in den 16er. Hamburger bleiben immer noch dran. Krattenmacher. Krattenmacher mit der Hacke, das funktioniert nicht. Araujo, Freiburg kriegt den Ball nicht raus. Johannesson. Krattenmacher. Krattenmacher, wieder ungefährliche Flanke. Martell, es ist jetzt Powerplay der Hamburger. Krattenmacher. Jatta, Ball muss irgendwie in den 16er. Jatta, die ist besser. Glatzel und Müller. Und Rüdiger Rammel reagiert. 13 Minuten nur noch auf der Uhr. Bringt zwei Topstars mit Enzo Mio und Amindo Sieb. Krattenmacher, sehr bemühter Auftritt, verlässt das Feld zusammen mit Bakary Jatta. Enzo Mio und Amindo Sieb jetzt in der Partie. Ecke Aujan. Aujan ist nicht ungefährlich, Glatzel! Ausgleich! Wer sonst? Robert Glatzel! Und so schnell geht's! Was ein Pokalabend!
Ball auf den kurzen Pfosten. 3-3. Was für ein Fußballspiel. Wuchtiger Kopfball. Müller im Tor ohne Chance. Und der erneute Ausgleich. Es ist eine richtige Pokalschlacht hier im Breisgau. Martell, kein Foul. Aoyan. Aoyan, guter Ball für Armindo Sieb. Armindo Sieb, Sieb. Bleibt immer noch am Ball. Johannesson, Müller. Was hat er noch drin? Enzo Mio, gerade erst gekommen. Enzo Mio, immer noch Mio. Immer noch Mio. Versucht den Beinschuss. Pfosten, Müller ist dran. Was geht hier ab in Freiburg? Es ist ein riesiger Pokalabend von beiden Mannschaften. Und jetzt wollen die Freiburger nochmal wissen. Mit Avoni bringt den Ball raus. Was haben die Freiburger hier noch zu bieten? Die 90. läuft. Avoni, Ball quer gespielt. Heuer Fernandes. Wird von allen seinen Teamkollegen geherzt. Was ein Spiel. Daniel Heuer Fernandes. Und Ecke Freiburg, 90. Der Ball kommt rein. Aoyan kriegt ihn raus. Aber Vandenberg aus der Distanz. Nochmal Vandenberg. Martell, der kriegt den Ball nicht raus. Immer noch die Freiburger. Aber jetzt. Jetzt ist es geschafft. Und es geht in die Verlängerung. Was ein Spiel. Und wieder Ball besitzt Hamburg. Nee, doch Freiburg. Wieder Hamburg. Oh, was ein Fehler von Martell. Was ein Fehler von Erik Martell. Und die Freiburger kommen. Und die Freiburger kommen. 4-3. Avoni. Bist du verrückt. In der Verlängerung für den SC Freiburg. Ausgangspunkt dieses Gegentores. Der Fehler von Erik Martell. Und Taiwo Avoni knallt ihn an den Innenpfosten. Enzo Mio. Über die rechte Hamburger Seite. Mio. Johannesson. Johannesson, Mio. Glatzel, Glatzel, dreht sich, schießt. Kommt nicht durch. Die Freiburger parken jetzt den Bus hinten drin. Und das ist stark von Freiburg. Und das ist stark von Freiburg. Und das ist ganz stark von Freiburg. Aber Bella Kotschap. Und nochmal Konter für die Hamburger. Enzo Mio. Über die rechte Seite, Mio. Verzögert nochmal. Mio braucht eine Anspielstation. Die linke Seite ist frei, Johannesson. Dreht sich nochmal. Johannesson kommt nicht vorbei. 120 Minuten sind gespielt. Osterhage holt nochmal den Ball. Osterhage. Glatzel. Robert Glatzel. Immer noch Robert Glatzel. Robert Glatzel und Müller. 121. Minute. Den Hamburgern bleibt eine letzte Ecke von Thomas Aurian. Und die kommt nicht schlecht. Glatzel, die kommt nicht schlecht. Aber Müller ist da. Und der Schiedsrichter pfeift ab. Freiburg wirft Hamburg aus dem DFB-Pokal. Digga, tut das weh. Dortmund ist rausgeflogen. Es wäre halt echt verhältnismäßig ein einfacher Run, ne? Es wäre halt echt verhältnismäßig ein einfacher Run. Es sind schon so viele Favoriten raus. Leverkusen und Dortmund. Vielen Dank, dass Sie für ein kurzes Statement zu uns gekommen sind. Kann ich bitte Richards beleidigen? Stell mir eine Frage zu Richards. Ich sag ihm, dass er scheiße ist und dass er das Spiel auf dem Gewissen hat. Daraus können wir lernen. Ja, Richards muss mal richtig lernen. Es sah ganz nach einem Unentschieden aus. Ja, Unentschieden im Pokal, du Flachpfeife. Pech war das. Glatzel ist richtig gut drauf, ja, toll, Hammer. Ja, super. Oh mein Gott, ich gebe gleich wirklich ein zorniger Interview, wie er über seinen Torwart, aber ich gebe es über Chris Richards, ohne Spaß. Wenn du mir hier eine falsche Frage gestellt hättest. Wir hätten ein Heimspiel gegen Leipzig gehabt, St. Pauli gegen Bayern, Gladbach gegen Stuttgart. Es tut so weh, es tut so weh. Freunde, damit endet die nächste Karrierefolge im Trümmerbruch. Wir sind Sechser, die Mannschaft ist eigentlich gut, die Mannschaft rasiert. Aber der DFB-Pokal ist und bleibt nicht unser Wettbewerb. Das ist nicht unser Wettbewerb. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Den nächsten Karriere-Stream gibt es erst am Mittwoch. Schaltet da ein. Sonntag wird es keinen Stream geben. Ich bin bei der Formel 1. Lasst ein Mitleids-Like auf YouTube da, Freunde. Ich bin raus. Macht's gut.